Hallo zusammen und guten Morgen aus Mallorca. Buenos dias. Was? Buenos dias da. Buenos das heißt, guten Tag guten auf Tag. Spanisch. ja, wir wissen ja alle, warum Mallorca so beliebt ist. Ein wärmeres Klima ist in Deutschland, tolle Strände und Buchten, natürlich auch Nachtleben. Aber wie schaut es aus mit der lokalen Küche hier auf Mallorca? Das finden wir im heutigen Video raus, oder da? Ja. Genau, wir werden einige leckere lokale Spezialitäten probieren, teilweise Jahrhunderte, Jahre alt. Das alles in der wunderbar historischen Hauptstadt Palma de Mallorca, eine der ältesten Städte von Spanien. Bist du bereit? Hast du schon Hunger? Ja, so Hunger. Okay, dann geht's jetzt los. Viel Spaß. Angekommen an unserem Frühstücksrestaurant, gar nicht so einfach zu finden. Wir haben uns jetzt, glaube ich, zwei oder dreimal verlaufen in der Altstadt von Palma trotz Google Maps. Und da ist es. Das heißt, Can Juan de Saigo. Und das gibt es schon seit dem 18. Jahrhundert. Also wie ihr seht, spezialisieren sie sich auf verschiedene Gebäcke und das hier, das ist das berühmte Ensaimada. Und ja, es ist, wie man sieht, ein spiralförmiges Gebäck mit der Besonderheit, dass sie anstatt Butter Schweineschmalz verwenden. Und da, jetzt würde ich sagen, probier mal. Soll ich das probieren? Ja. Das ist Ensaimada. Ensaimada. Ja. Okay. Schauen wir mal. Einfach mit den Fingern, gell? Ja. Aha. Ui. Ja, so lustig. Zucker? Ja. Und dann nichts Salziges. Ja. Interessanter Geschmack. Kann ich mal? Okay. Ich weiß, an was mich das erinnert. Wie so ein Kühle, sagt man bei uns. Apfelkühle gibt es auch. Das Aprikosenkühle, probieren wir gleich noch. Mhm. Ja, merkt schon, ist jetzt nicht der Standardbutter drin, der Schweineschmalz. Ja, eine eigene Art von Fett. Ganz gut. Kaffee. Kaffee-Town. Americano. Robusta. Arabica. So, nicht so sauer. Ja, ein bisschen sauber, aber nicht so sauer. Ich denke, das vielleicht, kann sein. Genau, aber schöne Stärke hat er.
wir haben die Bedienung gefragt, was sie sonst noch empfiehlt. Und da hat sie gemeint, das hier, das heißt, oder das ist ein Savory Pie, also ein herzhaftes Küchlein sozusagen. Schneiden wir mal auf, okay. Schauen, was drin ist. Mhm. Fleisch und. Aha, okay, kleine Erbsen. Bisschen salzig. Mhm. Ja. Ich denke, das müsste Schweinefleisch sein. Mhm. Es ist wirklich herzhaft und auf jeden Fall deutlich ja, deftiger als das Ensaimada von eben. Okay, und das Ensaimada mit Aprikosen, das hat jetzt lange genug gewartet. Da, ich glaube, du hast gesagt, da ist Zimt drauf, gell? Mhm. Magst du nicht so gern Zimt? Mhm. Kannst du den Pie fertig essen? Schauen wir mal. Das hat auch die Bedienung gesagt, das empfiehlt sie, das ist ihr Lieblings-Ensaimada. Das ist ziemlich, man sieht es jetzt nicht, aber ziemlich feucht unten. Oh ja, da kommt jetzt der fruchtige Aspekt jetzt noch dazu. Wisst ihr doch? Und unten, also das Fettige, das sammelt sich irgendwie unten ein bisschen an. Ich habe auch gelesen, die lassen das mindestens 12, manchmal sogar 24 Stunden ziehen. Also den ganzen Teig mit dem Schweineschmalz und Zucker und ein bisschen Salz, also alles zusammen. Da steckt schon viel Zeit drin. Das ist echt gut. Das heißt noch gefehlt das Fruchtige. Super Frühstück, super Start in den Tag hier in Palma. Okay, und jetzt haben wir fast vergessen, eines der berühmtesten Dinge hier zu bestellen. Das ist die heiße Schokolade. Schau, wie gut ging, gell? Ja, genau. Kakao-Geruch, so gut. Trinke jetzt, ja? Viel Kakaogehalt. Mhm. Okay. War gut, oder? Da? Ja, war gut. Bist du voll? Nein, noch nicht. Wirklich nicht? Ja, das wirklich nicht. Weil du hast zwei Stück. Ich hab nur eins. Weil mit dem Zimt, oder? Ja. Epikot, oder? Ich kann nicht essen. Okay, dann gehen wir gleich weiter zum nächsten. Ich glaube, das nächste, was ich geplant habe, ist der größte Markt von Palma de Mallorca. Ah, oh, gibt es auch Essen, oder? Ja, natürlich. Was nur Essen. Angekommen am berühmten Markt, der heißt Mercat de l'Olivar. Ich hoffe, ich habe es richtig
betont. Auf jeden Fall ein richtig interessanter Markt. Es gibt sogar nebenan noch einen Frischmarkt mit hauptsächlich Meeresfrüchten, aber auch allen möglichen Fleischsorten. Und dann hier der Hauptbereich. Viele interessante Snacks, viel Obst auch und einfach leckere maloquinische, sagt man glaube ich, Spezialitäten. Und eine davon habe ich jetzt hier in der Hand. Schauen wir mal, was drin ist. Aufmachen. Okay, Sobrasada heißt das. Und das ist die berühmte Wurst von Mallorca. Und die Besonderheit ist, man sieht schon an der Farbe, das rötliche, da ist Paprika drin. Also nicht nur Schweinehack und verschiedene Gewürze, sondern eben auch Schweinehack. Und ich probiere das jetzt einfach mal so. Ich bin mir nicht sicher, ob man die Haut mitessen kann, wahrscheinlich nicht. Habe jetzt leider kein Messer dabei, deswegen muss ich die dann vielleicht raus tun. Ich beiß jetzt einfach mal rein. Klima hier in Mallorca, weil es eben so ein mildes Klima ist, auch relativ warme Winter und ja, der Reifeprozess macht es dann einfach so schön mild. Ich glaube, besser wäre es, wenn darunter noch ein Brot wäre, aber ja, zum Probieren gar nicht mal schlecht. Da, komm mal, willst du auch probieren? Wirklich, ja. Ich bin nicht gewohnt. Bist du nicht gewohnt? Ja, und ich sehe gern nicht so gern mit dem rohen Essen. Ja, musst du nicht, wenn du nicht willst. Ein kleines Stück vielleicht? Ja, kleines. Wir mussten jetzt nur rausgehen aus dem Markt, weil innen drin ist ja noch Maskenpflicht. Bisschen sauer auch? Nicht sauer, aber weit. Und da ist viel Paprika drin. Weißt du, rote Paprika? Gemahlen so, oder? Ja, nicht schlecht. Aber für mich. Noch probieren, das ist genug. Suchst du dir noch was anderes? Warte noch. Jetzt hast du was gefunden, oder da? Ja, das ist Tempet. Tumpet, glaube ich, oder? Also, das ist ein berühmtes Essen von Marokko. Und das wie ein Auflauf aus Kartoffeln sind drin, Auberginen und sieht man ganz deutlich die vielen roten Paprikas, alles in Olivenöl gebraten. So, und jetzt sind wir zum dritten Mal in den Markt reingegangen und zum Abschluss noch eins, was wir essen oder was da jetzt noch essen wollte. Und man kann hier auch an einigen Läden auch sitzen, haben sie Sitzplätze, teilweise richtig atmosphärisch, hier ist ein bisschen einfach, aber auch ganz nett. Und was ist das neben dem netten Hähnchenschenkel? Chicken. Und das ist gebraten. Reisnudeln mit Aubergine, Zucchini und Paprika. Ja. Oh, riecht so gut. Ja.
süß, dann fertig. Und dann gute Aroma, Getränke. Das Olivenöl, gell? Ja, immer viel mit Olivenöl wird sie gekocht. In Spanien auf jeden Fall. Ja, das schmeckt lecker. Ich glaube, das ist dein Lieblingsgericht jetzt von heute, oder? Ja, genau. Hühnerschinken. Schenkel. Schenkel. Hähnchen, Schenkel. Einfach mit dem Finger. Ist noch heiß oder kalt? Heiß. Schmeckt so lecker, weißt du? Wow. Salz und salzig und gute Aroma von Gewürze. Wow. Ist so lecker. Okay, und jetzt machen wir ein bisschen Pause vom Essen, oder? Ja. Muss auch mal sein. Und dann schauen wir uns eine ganz große Attraktion hier in Palma an. Dann müssen wir zum Bus gehen. Wir haben jetzt den Bus Nummer 4 genommen zur Station Plaza Comilla. Und ja, wir sind jetzt nicht mehr im historischen Stadtzentrum, sondern ja, ein bisschen außerhalb. Aber schon noch in der Stadt von Palma. Und jetzt noch ungefähr ja, eine Viertelstunde zu Fuß den Berg hoch. Ist okay? Ja. Aber ich glaube, es lohnt sich. Dann sind wir hier, das ist das Belvedere Castle und ja, es wurde schon im 14. Jahrhundert gebaut, eins der wenigen runden Burgen von Europa und ja, ursprünglich wohnten hier die Könige von Mallorca. Später wurde es dann als Militärgefängnis genutzt und mittlerweile ja, ist einfach ein Denkmal, ein Highlight hier von Palma und auch das Geschichtsmuseum ist hier drin, aber natürlich gehen wir jetzt ganz hoch und schauen uns die Aussichten auf die Stadt und auf die Bucht an. Natur rundherum, ja. Hafen, die Stadt, ja. Die vielen Bäume, teilweise Olivenbäume, also alles, was eigentlich so Palma und Mallorca ausmacht. Und ja, jetzt machen wir jetzt ein bisschen Pause hier, oder? Ja, ein bisschen ruhig. Und ja, dann geht es wieder zurück in die Stadt von Palma und dann schauen wir
was wir noch Leckeres zum Essen finden. Panaderia, das ist das spanische Wort für Bäckerei. Und wir sind jetzt wieder zurück in der Altstadt, direkt hier am Eingang von der beliebten Fußgängerzone. Und da ist eine ganz beliebte Bäckerei, sogar mit Glasboden, wo man den Bäckern unten im Keller zuschauen kann. Und wir kommen hierher nicht nur, um ein Espresso zu trinken, ein bisschen ja, wieder Energie zu tanken, sondern ganz, ja, berühmt für die Bäckereien hier in Mallorca. Sie haben hier den berühmten Coca-Snack oder Foo, wie man es nennen will, mit verschiedenen Beilagen. Kommen wir jetzt gleich dazu, aber ich würde sagen, bevor der Espresso kalt wird, ja, erstmal den probieren. Prost! Prost! Ja, Power! Arabica. Schön stark. Ja, Arabica. Wie Mini-Pizza in Deutschland. Ja, wobei ich glaube, das soll man immer nie sagen, wie bei der türkischen Pizza. Ja. Es ist Coca. Coca de Trembo. Was meinst du, wie? Wie ein Bäcker von, der Teil von, wie heißt das, Käsekuchen, unten. Weißt wie du? Der Mürbteig, meinst du, oder? Ein bisschen knackig, nicht so weiß, so. Ja. Ich meinst das, wie Käse, Teil von Käsekuchen, so. Ich meinst das, lecker. Okay, mein Coca de Verdura. Ich mache es ein bisschen einfacher, ich schiebe jetzt einfach die Tomate auf die Seite und ja, dann nehme ich es und dann einfach außen reinbeißen. Sehr kräftig der Teig, auf jeden Fall dünn. Aber ja, der hat es in sich, würde ich sagen. Ist jetzt nichts Außergewöhnliches, aber auf jeden Fall ein ganz guter Snack für zwischendurch. Zeit fürs Abendessen und wir sind jetzt hier direkt neben dem Hauptplatz der Stadt, dem Plaza Mayor, und da ist ein Restaurant sehr beliebt, zumindest was die Bewertung angeht. Das heißt ganz einfach Wine and Food, und ja, wie man sieht, den Wein habe ich schon mal, das ist ein roter Sangria, und also man kann auch drinnen sitzen, natürlich Musik ist ein bisschen laut, aber sehr atmosphärisch hier draußen. An der Straße, viele so kleine nette Restaurants direkt neben den alten Häusern,
sehr tolle Atmosphäre. Und mal schauen, wie das schmeckt. Es sind einige Orangen und ziemlich große Eiswürfel drin. Hallo. Hat so einen Hauch von Sekt, also leichte Kohlensäure schmeckt man raus. Natürlich sehr fruchtig, aber nicht übertrieben süß. Doch, echt gut. Hey, und hier, schau, solche Päckchen, das ist grünes Hay. Ja, ist ein bisschen kalt für mich. Schöne Packung. Ja, das ist Organic auch. Einfach so. Sie hat geschrieben, 2 Minuten lassen. Zwei Minuten sind noch vorbei, oder? Ja. Oh, unser Essen ist gekommen, oder? Ja. Das dampft noch ein bisschen. Ja. Mhm. Heiße Platte. Pfanne. Gefährlich. Okay, wie anfangen, gell? Ja. Von mir das Reis. Paella. Ja, Paella Seafood. Ja. Genau. Dann? Die spanische Reispfanne. Ja. Mit dem kurzen Reis. Das ist ja spanischer Reis. Ja. Genau. Und das ist wichtig, Limonade. Das ist Shrimp. Anfangen wir mit dem Shrimp. Oh, warte. Vorsicht. Heiß, oder? Ja. Ja, mit dem Muschel. Bisschen Muschel auch. Da oben Topping. Stefan, Geruch ist so gut. Was ist Stefan? Kann ich zuerst probieren? Nein. War auch nur Spaß. Lady Puss. Sehr heiß, oder? Schmeckt man noch was, weil es so heiß ist? Echt gut. Der Shrimp ist sehr knackig und weiß. Ein bisschen hart oder wie Japanisch. Reis aber ein bisschen noch stärker. Ja. Und der Geruch, das war wie Meer. Meeresgeruch, meinst du? Ja, genau, richtig. Perfekt. Lecker. Und von mir, das ist ein Quinoa-Salat, schaut auch super aus, mit Thunfisch obendrauf und Hirse. Okay, würde ich sagen, schauen wir mal. Unten sind Salatblätter drin. Mhm. Okay, dann erstmal ein bisschen von dem Salat und zum Schluss dann noch ein Stück von dem schön gebratenen Thunfisch. Fleisch ist echt super. Also Thunfisch, so große Stücke, so frisch. Also ja klar, das ist nicht der günstigste Salat, das ist eigentlich ein Hauptgericht, aber das ist wirklich wert. Wir haben ja sowieso gesagt, wir teilen uns das zusammen. Da kannst du auch ein bisschen was davon haben. Ist echt lecker. Danke.
Also, ja, Mallorca, was soll man sagen? Was meinst du? Mit dem was? Ja, insgesamt. Insgesamt. Essen und alles. Wie hat es dir gefallen? Für mich so, die Stadt. So. Mhm. Ja, du hast mal gemeint, ich glaube, das beschreibt es ganz gut, das Wort auf Thai, chut. Das heißt, 1:1 übersetzt ein bisschen so viel wie geschmacklos. Ja, es ist übertrieben, aber irgendwie finde ich auch, ganz ehrlich gesagt, es fehlt ein bisschen was. Ein bisschen, soll man sagen, oberflächlich. Also kein Vergleich zu Barcelona, wo wir vor ein paar Tagen waren, wo man so an jeder Ecke gespürt hat, ja, wie schaut es jetzt dann aus, wie geht es hier weiter, so viel Aufregung, so viel Kultur, Leben, Spannung, ist irgendwie anders gewesen. Und ja, ähnlich war es mit dem Essen auch. Ehrliche Meinung, alles so ein bisschen mild, locker, leicht und ja, man kann hier super gut entspannen, deswegen ist ja Mallorca auch so beliebt, denke ich mal. Nachtleben auch gut. Aber ich muss sagen, letztes Essen, Abendessen heute, das ist Paella, oder? Paella. Paella, ja. Vorgestern, ich habe schon probiert, aber andere Restaurant schmeckt so, ja, salzig, ja. Aber hier. Das heute, war super, gell? Ja. Das Restaurant war jetzt echt gut, echt ja. Schmeckt. Tolle Atmosphäre, ja. Sangria super. Schmeckt am besten für mich. Das war toll. Ja. Aber okay, es war ein toller Tag und ich denke, die Eindrücke sind ganz gut rübergekommen. Morgen geht es für uns weiter in die spanische Hauptstadt Madrid. Und ja, das wird dann auch unser nächstes Video, die Reise dorthin, die ersten Eindrücke. Und falls du es noch nicht getan hast, abonniere unseren Kanal und auf die Toni Groß. Ja. Und drück auch auf die Glocke, dann verpasst du dieses Video nicht, wenn es weitergeht auf unserer großen Food Tour durch Südeuropa. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss! Tschüss.